Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Ich bin Q-Rex, aber ihr könnt mich auch gerne einen ziemlich aufgeschlossenen Typen nennen, wenn ihr wollt. Zumindest zu 4/5, denn ein Schlüsselfragment fehlt mir noch. Und jetzt müssen wir mal schauen, wo das eigentlich sein soll. Am besten gucke ich mal mit der Aurasuche nach. Ah, es geht in die Richtung. Muss ich nochmal da hoch, oder was? Scheinbar habe ich da etwas vergessen. Okay. In der Richtung hier suchen wir mal. Etwas weiter noch nach... Oh, geht's da vielleicht rein? Habe ich da was übersehen? Ich werde mal eben mit dem Käfer da reinfliegen. Einfach nur, um zu gucken, was da oben für ein Loch ist. Und... Denn so ein bisschen... Oh, geh nach oben, kleiner Käfer. Aber ich glaube, da falle ich nur runter, wenn ich hier rausrutsche. Nee, kann ich ja gar nicht. Oh, da kann ich so nicht rein. Aber das ist doch die Rutsche, oder? Oder ein Teil der Rutsche. Oder war die Rutsche nicht da drüben? Die Rutsche kommt doch von hier drüben. Hä? Na, es ist trotzdem in der Richtung. Also, es scheint schon an der Rutsche zu sein. Vielleicht muss ich da noch mal entlang gehen. Aber... Möchte ich nicht vielleicht doch erst nochmal so ein paar Herzen haben, denn ich muss hier wieder durchs Feuer. Und das Feuer ist gefährlich, liebe Leute. Und trotzdem schauen wir jetzt einfach mal oben nach. Puh, da bin ich mal gespannt. Okay. Ja, da hinten gibt es zwei Herzen, aber das ist mir jetzt doch zu weit weg. Ich gehe mal eben einfach hier um die Kurve. Boah. Wie das immer einfach so Schaden macht und so. Okay, wollen wir einfach mal versuchen, auf diese Seite hier zu kommen. Okay, da habe ich noch nicht gebuddelt. Vielleicht ist es das auch schon. Oh nein, falsch. Mann, du Arsch. Pack das wieder ein. Graben. Und? Nee, eine Fee. Feechen, heil mich. Okay, wollen wir mal schauen, ob wir da nicht noch was finden können. Also es ist definitiv in der Richtung. Da sind Rubine, da sind wertvollere Rubine. Ui, das kann nicht mehr so weit sein. Ich werde mal hier entlang rutschen. Da war ich nämlich, glaube ich, noch nicht. Und hoffen, dass hier vielleicht etwas ist. Ah, das sieht richtig aus. Muss ich da jetzt rüber oder was? Nein, musst du nicht, der Trottel. Au, okay. Wow, das sieht ja gemein aus. Ich muss warten, bis sie beide aktiv sind, glaube ich. Ja, machen wir es mal so. Oh, oh. Ganz geschickt, voll daneben gesprungen. Oh, Mann. Nee, ich muss erst meine Laufbahn so ein bisschen einrichten. So. Mann. Ah. Oh, oh. Aber wenigstens war die Laufbahn jetzt richtig. Ja, ich war zu ungeduldig. Ich gebe es ja zu, das ist nicht so schwer. Aber ich bin so ungeduldig und ich kann sowas nicht so gut zielen. So. Und jetzt erst machen, wenn das zweite auch so langsam losgeht, dann kommen wir auch darüber. Warum verliere ich eigentlich keine Lebensenergie? Wow, wow, whoop, au. Okay, das müsste es jetzt sein, oder? Und? Oh yeah, du hast das letzte Schlüsselfragment erhalten. Nun kannst du das Tor zum Tempel öffnen. Begib dich zurück zum Gipfel und mache dich im Tempel auf die Suche nach Zelda. Ja, Zelda, super. Was war jetzt? Achso, ich dachte, jetzt wollte die Fei mit mir reden, aber ich glaube, das war was anderes. Oh, ich wollte aber den Rubin da hinten noch haben. Na gut, aber ich traue mich nicht jetzt... Nein, nein, ich gehe lieber hier lang. Ich gehe lieber hier lang. Flup. Oh ja, das sind auch Fünfer. Wow. Ja, Fünfer. Wow. Wow. Wupp. Ihr habt mir gesagt, ich soll unbedingt zum fliegenden... zu diesem fliegenden Laden gehen, den ich da gesehen habe. Weil ich da tatsächlich sogar Schädel erschlagen kann. Nein, Quatsch, weil ich da mein Portemonnaie verbessern kann. Portemonnaie, ja, ich liebe Geld. Wie wir alle. So, wie kommen wir eigentlich da unten hin? Naja, machen wir später. Dungeon Items, ja, ich liebe sie. Oh, Moment, ich gehe mal da lang. Und dann müsste das Tor doch in der Richtung sein, oder? Wollen wir in der Zwischenzeit mal speichern? Hä? Habt ihr da Bock drauf? Ja, speichern ist super, würde ich sagen. Schwupp, speichern. Speichervorgang. Bitte betätige weder den Powerknopf noch irgendwas anderes. So schnell kann ich leider nicht vorlesen. Okay, das müsste ja wohl hier oben sein. Huch. Ach so. Huiuiui. Jetzt
habt ihr mich aber ein bisschen erschreckt, meine kleinen Fledermausfreunde. Flip und flip. Rennen, ja, flum. Sind die wieder da, die Gegner? Natürlich. Natürlich. Okay. Waffe ziehen. Tja, tja, tja. Ah, schneller. Toad bist du. Toad, verstehst du? Okay, ja, viel Munition habe ich jetzt auch nicht mehr. So ein bisschen höher, ha? Ah, Mann. Jetzt habe ich wieder ein paar Tage lang nicht gespielt. Und jetzt muss ich mich erst wieder dran gewöhnen. So, zurück damit. Und einmal nach oben rennen, bitte. Ach so, da hätte ich wahrscheinlich auch einfach den anderen Weg nehmen können, richtig? So einen Rückweg. Jetzt muss ich mal überlegen, wo es hier überhaupt lang geht. Ich glaube, ich bin jetzt den langen Weg gelaufen. Ich glaube, es gibt auch einen kürzeren. Das ist nur das Spiel. Da muss es hier wohl lang gehen. Nö, das ist ja gar. Schmeier und flipp. Bin ich jetzt überhaupt noch richtig? Verdammt, ich bin so verwirrt gerade. Komm, Herzchen. Achso, ihr habt gesagt, ich soll... Ah! Ich kann sogar noch schneller... Oh, das habt ihr mir auch gesagt, wie man das macht. Toll, danke. Man kann tatsächlich durch Schütteln vom Controller, von der Wii-Fernsteuerung, schneller klettern. Der Hammer. Der absolute Hammer. So. Puh, kurz ausruhen, ja? Sind hier Gegner? Nö, die sind nicht mehr da. Na gut, das soll mir nur recht sein. Wir sind gleich da. Wie er sich Mühe gibt. Okay, und Pause. Okay, und einmal nach oben bitte. Yes, sir. Und rüber da. Yes, sir. Und wir haben jetzt das Schlüsselchen. Wollen wir nochmal? Ja, wir wollen nochmal speichern. Dauert ja nicht lang. Ich kann hier kaum den Text lesen, so schnell geht das. Den Reset-Knopf darf ich übrigens auch nicht benutzen. Nein, das darf ich nicht, liebe Leute. Das ist verboten. So, und jetzt schlüsseln wir mal schön. Klick. Ah, jetzt juckt mir aber die Nase. Das ist die Neugier. Die Neugier vor diesem Palast, Tempel oder Schrein oder was auch immer das sein mag. Und damit sollten wir den zweiten Dungeon erreicht haben, richtig? Oh, und es ist heiß hier drin. Vielleicht kriege ich ja hier eine Rüstung, mit der ich die Hitze besser aushalte, hä? Denn ich habe ja hier noch nicht alle Gänge abgesucht, wenn ich mich recht entsinne. Verdammt, jetzt möchte meine Nase unbedingt niesen. Aber sie darf es nicht. Sie darf es einfach nicht, liebe Leute. Ich verbiete es ihr mit meinem Mund. Nein. So, also ein heißer Dungeon, Tempel des Erdlandes. Hm, das klingt ja kreativ. Feuertempel sind so im Mittelbereich meiner Lieblinge. Sind auf jeden Fall cooler als Wassertempel. Und den obligatorischen Wassertempel erwarte ich auch noch. So, also hier wäre das erste. Vogelstatue. Speichern. Na gut, haben wir gerade gemacht. Und dann geht es weiter. Speichervorgang erfolgreich. Alles klar. Wow. Mal gucken. Ja, ich würde sagen, die Fledermaus, die trifft mich doch, wenn ich jetzt versuche da... Na gut. Flip. Ja, flip. Ja, flip. Ey, du Arsch. Ich wusste es doch, dass du das tun würdest. Mann. Schleimse. Ja. Ich liebe Schleimse. Oh, Butler. Hm, ich liebe Butler. Hier gibt's wirklich alles. Schleimse, Butler. Alles, was man braucht. So, flip. Und wir kriegen... Das war ja klar. Einen roten Rubin erhalten. Er ist 20 Rubine wert. Was für ein Glück, Herr Rück. Naja, geht so. Flip. Wo ist die Karte? Wir gucken die Karte mal ganz kurz an. Ja, bis jetzt können wir noch nicht allzu viel sehen. Gehen wir einfach mal hier rüber. Hui! Hui! Hui, Fledermäuse! Schütter! Na, komm! Au! Komm doch nicht! Tut mir leid! Ha. Ausmachen, bitte. So, bevor ich mit dir rede... Naja, ich red zuerst mit dir, okay? Verflucht, alles voller Ungeheuer. Und ich werde von meinem Kumpel getrennt. Wurde. Wir hätten nicht herkommen sollen. Ich kenne dich doch. Hat dich die Suche nach deiner Freundin hierher gebracht? Da fällt mir ein. Ich habe gesehen, wie jemand mit blonden Haaren und komischen Klamotten weggebracht wurde. Aber es ist sinnlos, ihr zu Hilfe zu kommen. Da alles voller Ungeheuer ist.
Halt dich da lieber raus, es ist viel zu gefährlich, glaub mir. Fjung, okay. Schade. Ja, Geld. Oh, Moment, da kann ich ja noch mehr buddeln. Yeah, wenig Geld, juhu. Herzen. 2 Herzen. Igitt, wer hat da die Herzen eingebuddelt und warum vor allem? Warum nur? Wow, Schleimse. Geht weg. Ihr habt doch keine Chance, ihr blöden Schleime. Na gut. Also, wir haben einen kleinen Hinweis auf Prinzessin Zelda erhalten, die glaube ich gar keine Prinzessin ist. Was uns aber egal ist, weil wir auch Frauen anderer Art mögen. So, dazu sind wir sexistisch genug. Moment mal. Da ist nichts, glaube ich. Na gut. Nix da, du blöde Fledermaus. Warum bist du so unglaublich blöd? Mann, das habe ich erst nicht kapiert, aber jetzt weiß ich's, weil du es bist. So, muss ich das durchhacken? Ja, muss ich. Aber das war's noch nicht, meine lieben Leute. Nein, da muss ich mir noch mehr Mühe geben. Oh yeah. Oh, das ist noch nicht alles. Ich sehe aber auch noch neben dem Tor, dass da noch mehr solche Dinge sind. Nee, da nicht. Aber an der anderen Seite, guck mal, da ist noch was. Oder habe ich jetzt noch weitere hier übersehen? Ich versuch's mal. Ach so, nee, mit dem Käfer vielleicht eher. Zum Durchschneiden auf Distanz ist der am besten geeignet. Okay. Bitte einmal durchschneiden. Ja, das funktioniert, meine lieben Leute. Und damit hätten wir das Tor geöffnet. Sehr schön. Ich muss immer dran denken, dass man damit auch wirklich schneiden kann. Okay. Waffe gezogen. Oh, ein Feind. Oh. Gebieter, ich habe einen neuen Typus von Gegner in der Nähe entdeckt. Er scheint äußerst überlegene körperliche Fähigkeiten zu besitzen. Ich schlage vor, ihn durch Drücken von Z anzuvisieren und mich mit Hilfe von unten zu rufen, damit ich dir weitere Informationen über ihn geben kann. Äußerst überlegen. Was heißt denn da äußerst überlegen? Tja, na gut. Dies ist ein Exalfoss. Interessant. Diese kräftigen Wesen sind mit einem eisernen Handschild ausgestattet und verfügen über eine hervorragende Kondition. Einen Exalfoss zu treffen ist sehr schwierig. Nein, das war ganz einfach. Stand direkt im Weg. Versuche eine Lücke... Ach so, so meinst du das. Versuche eine Lücke in seiner Schildabwehr zu finden. Du hast diesen Gegnertypus null mal besiegt aufgrund dieser niedrigen Zahl. Bla 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 bla. Oh, hey, ich war eigentlich gerade noch... Also. Okay, das war eigentlich nur Gefuchtel bei mir, aber es hat funktioniert, also was will man mehr? Oh, was ist das? Du hast einen Eidechsenschwanz erhalten, Igitt! Dieser Eidechsenschwanz ist mit stachliger Kugel am Ende, lässt sich vielleicht sinnvoll verarbeiten. Ja, Morgensterne! Flump! Okay, ich habe einen sehr, sehr geilen Eidechsenschwanz gefunden. So, schwupp, schwupp, schwupp. Schwupp, schwupp, schwupp. Oh ja, jupp, jupp. Nehmen wir alles mit. Und schwupp, schwupp, schwupp. Moment mal, ich will da was haben. Ah, jetzt. Na gut. Da drüben sind irgendwelche komischen Viecherle. Der schießt doch, das ist doch ein Octorok, oder? Ist das einer? Der sieht so komisch aus. Okay, wir haben mal wieder einen Bernstein-Halbmond gefunden. Ihr merkt, ich habe eine neue Aufnahmesession gestartet. 12 Stück habe ich davon jetzt schon. Wow, das ist ja unfassbar. Ich glaube, das möchte ich noch ausbuddeln hier. Nochmal? Jawohl. Oh, wow. Gut, das wollen wir doch mal schauen. Der Typ sieht gefährlich aus da. Aber, nee, ich habe das hier schon. Auffälliger finde ich diese Dinger hier. Mal aus der Nähe anschauen, was die so sind und tun. Sieht irgendwie... Ach so, das sind nur Bomben. Na gut. Dann haben wir das jetzt hochgesprengt, glaube ich. Mal sehen, ob es was bringt. Und bams. Ja, das bringt was. Das waren nur Donnerblumen, meine lieben Leute. Und da kommt ein Auge angerollt. Oh Mann, das ist ja übel. Es tut bestimmt weh. Muss ich da jetzt rüber balancieren oder was? Ach so. Ich glaube... Ah, oh, das ist ja geil. Ist das cool. Ja, oh mein Gott, ist das wunderschön. Ich glaube, ich gehe erst in die Richtung, wo der gefährliche Typ hier ist. Geh weg. Oh, ich glaube, ich kann hier auch runterfallen. Oh, oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, wir gehen mal ein bisschen in die Richtung. So, ein bisschen vorsichtig muss ich dann doch sein.
Abspringen. Cool. Was haben wir hier hinten? Verflucht. Sie ist nicht da. Ich habe sie bestimmt vorhin verloren. Oh, du kommst genau richtig. Ich bin's, Ferry. Gut, dass ich dich hier treffe. Könntest du mir einen Gefallen tun und nach meiner Bombentasche suchen? Nö, die nehme ich an mich. Ich war auf der anderen Seite dieser Felsen, als plötzlich diese Monster auftauchten. Da bin ich abgehauen und muss sie dabei verloren haben. In der Tasche kann man Donnerblumen mitnehmen und jederzeit einsetzen. Ohne diese Tasche bin ich komplett aufgeschmissen. Bestimmt haben die Monster sie. Bring mir bitte meine Bombentasche wieder. Okay, tja, aber ich glaube, hier komme ich direkt dann doch noch nicht weiter, oder? Achso, doch, ich kann durchkrabbeln. Ah ja, da sind sie dann bestimmt. Nein, andere Seite. Okay, du bist am Arsch. Aha. Du bist sowas von tot, mein Freund. Okay, ich schätze mal, das muss ich hier unten durchrollen, wa? Hey. Oh, doppelt getroffen. Irgendwie hat er nicht losgelassen gerade. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen doller hübsch schubsen. Nach unten und... Na, ah, das war ein bisschen knapp, aber es ging. Aber bevor ich da reingehe, werde ich erstmal hier diese Leiter hochgehen. Denn das wäre wirklich sehr schön, wenn ich das könnte. Okay, wollen wir mal hochhüpfen, das geht schneller. Vielen Dank für den Hinweis, das hilft mir wirklich sehr. Ich bin so ungeduldig, wisst ihr? Wisst ihr? So. Achso, da komme ich nur zurück, falls ich es nicht aufsprengen kann, oder was? Und was ist da drüben? Da kann ich doch buddeln. Oh mein Gott, da kann ich buddeln. Dann muss ich doch vielleicht hier rüber gehen. So. Ja. Jawohl. Ich komme hin. So, dann buddeln wir mal schön. Oh. Oh, krass. Ganz viel Erz. Meine Fresse, bevor ich da irgendwas anderes mache. Eldin-Erz erhalten. Wow. Dafür musste ich vorher Truhen öffnen, und zwar nicht so knapp. Okay, hoffentlich sind die beiden anderen noch da. Wow. Ja, ich glaube, jetzt habe ich alle. Und was haben wir hier? Eine Fee. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ah ja. Hä? Nochmal. Füllen. So. Ha, jetzt habe ich sie. Ja, da muss ich mich erst dran gewöhnen, wie man das hier macht. Du hast eine Fee gefangen. Diese gütigen Wesen füllen 6 deiner Herzen wieder auf. In einer Flasche mitgenommen, spendet sie dir eine heilende Energie automatisch, wenn die Kräfte schwinden. Okay. Wow, das ist ja klasse. Cool. Wo wollte ich lang? Da unten lang. Okay. Ja. Und einmal unten durch, bitte. So, Bombenheimer, ich hole dir deine Tasche zurück und dann schenkst du sie mir bitte, ja? Ich schätze mal, hier muss ich gegen was Größeres kämpfen. Oh ja, ein Zwischengegner. Wow. Shrimp. Okay. Wir rennen hier rüber und... Oh, solche Kämpfe kennt man ja schon. Exile Force. Wie die schon ihre Arme schwingen. Ich schätze mal, es ist keine gute Idee, gegen 2 von denen gleichzeitig zu kämpfen. Oh, die können sogar Feuer speien. Ja, einzeln. Huh. Ah, Mist. Huh. Ah, Feuer wollen wir nicht. Feuer ist blöde. Also wenn wir in der Mitte sind, dann kommen sie alle zu uns, wie es aussieht. Deswegen ist es vielleicht besser, wenn wir sie trennen und am Rand entlang laufen. Aber sie kommen zusammen hier entlang, na gut. Ah. Weg hier, weg hier. Ja. Okay, den haben wir ganz gut getroffen gerade. Na, von unten. Nein, Seite. Na, von unten. Ja, jetzt haben wir den. Okay, der erste ist tot. Und Herzchen gibt's auch noch. So, das haben wir. Wo ist der andere hin? Warum versteckst du dich da hinten? Nein, ich will von der Seite haben. Oder von unten. Oh, du bist schon tot. Na gut, alles klar. Und das Herzchen gibt's auch wieder. Na, das hat ja funktioniert. Schade, dass der andere keinen Schwanz hinterlassen hat. Aber nicht jeder kann einen hinterlassen, wa? Okay. Kabims. Yeah, Truhe für alle. Cool, liebe Leute. Cool, liebe Leute. Super, super cool, liebe Leute. Oh ja, ich liebe das. Flip. Und schon. Wir haben...
Eine Bombentasche gefunden. In dieser nützlichen Tasche kannst du Donnerblumen mit dir herumtragen. Sie ermöglicht dir das Vordringen an Orte, die dir sonst verwehrt bleiben. Frage Ferry, ob er sie dir leiht. Blimp. Cool. Ja, ich kann Donnerblumen verwenden. Blip. Also er hat das tatsächlich nicht gerettet, um Ferry zu helfen, sondern er will gleich sich das leihen. Er wartet nicht mal ab, ob Ferry das nicht von alleine tut. So, hier gibt's aber, glaube ich, nichts mehr. Ah, liebe Leute, zu der Weihnachtszeit sind das genau die richtigen Spiele. Ich liebe das einfach. Das wirkt so richtig geil weihnachtlich auf mich. Das ist, also gerade auch so die Feuergegenden aus irgendeinem Grund. Ich liebe zum Beispiel jetzt den Herrn der Ringe zu gucken, weil man da auf den Feuerberg zuläuft. Und hier ist das genauso. Es wirkt weihnachtlich auf mich. Meine Bombentasche. Vielen, vielen Dank. Dann gib sie mal her. Moment. Ich soll sie dir leihen, damit du tiefer in den Vulkan gehen kannst? Immerhin hast du dich auf der Suche nach deiner Freundin bis hierhin gewagt. Da fällt mir ein, hast du meinen Kumpel gesehen? Er macht sich Sorgen um dich. Er hat sich also Sorgen um mich gemacht. Das tut mir leid. Du machst dir bestimmt auch Sorgen um deine Freundin, was? Also gut, hier hast du sie. Viel Spaß damit. Jetzt halte ich sie gleich nochmal in die Luft. Du hast die Bombentasche erhalten. Ferry hat sie dir netterweise überlassen. Beseitige mit ihr Hindernisse. Ich gebe dir meine Bombentasche, damit du deine Freundin findest. Aber hier, beeile ich ein bisschen. Oh, da ist ein Feind hinter dir. Cool. Warte, ich habe was vergessen. Die Tasche ist leer, also nimm die hier. Du hast 5 Bomben erhalten. Wirf oder rolle sie, um Objekte in die Luft zu sprengen. Nimm Bomben, die du unterwegs findest, für später mit. Geil. Wenn du keine Bomben mehr hast, kannst du die Tasche auch mit Donnerblumen füllen. Hebe dazu eine Donnerblume auf und drücke dann B, um sie einzustecken. In die Tasche passen bis zu 10 Stück. Wenn du also Donnerblumen findest, solltest du deine Vorräte auffüllen. Ja, die kann ich bestimmt auch aufwerten, die Tasche. Ist ja eigentlich gar keine Frage. So, vielen Dank, kleiner Ferry. Flip. Dann wollen wir mal gucken, ob wir hier an dir vorbeikommen, ohne zu sterben. Also nicht an Ferry, sondern an Ferry Ultra. So, ich will es nicht zu extrem machen hier. So, darüber wollen wir nämlich auch. Ja, ja, ich habe ein Auge für dich, du Lavasee. Abspringen. Ja, das war's. Und irgendwo höre ich doch eine Fledermaus, oder? Ja, da bist du doch. Geh weg, du Sau. Oh, aua. Oh Mann, dabei wollte ich doch eigentlich nur gucken, was da drunter ist. Na gut, wir heben das auf und stecken es ein. Wir heben das auf und stecken es ein. Wir heben das auf und stecken das ein. Und wenn die Bombentasche jetzt explodiert, dann kriege ich 10-fachen Schaden. Und flip, okay. Flip. Ist alles voll. Dann wollen wir das hier nochmal machen. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh Gott. Das ist so schön hier. Ja, da hinten. Oh ja. Oh ja. So sexy. Okay. Dann wollen wir doch mal gucken, was es hier oben so gibt. Einen weiteren Gang natürlich, aber ich muss mal ganz kurz schauen. Achso, das wird auch noch kein Hauptweg sein. Das wäre mir nur recht, denn die Nebenwege möchte ich natürlich als erstes abarbeiten. Ah, okay. Das bleibt da nicht liegen. Na gut, dann müssen wir das hier ablegen. Moment mal, wie lange braucht das denn bitte zum Explodieren? Ah doch, es geht aber, es geht. Sehr schön. Und dahinter wartet eine große Truhe auf uns. Wow, die wollen wir natürlich sofort haben. Hallo, nicht vorbeilaufen, lieber Link. Hallo, nicht vorbeilaufen, lieber... Dankeschön. Und wir haben... Hä? Du hast einen goldenen Schmuckschädel erhalten. Ein wirklich sehr seltenes Schmuckstück. Sein goldener Glanz wirkt seltsam. Selten, meinst du? Oh, cool. Aber ich habe selbst die normalen bisher nur einmal gefunden. Wirklich sehr selten. Wow. Klingt ja toll. Hup. Hup. Okay. 2 Bomben habe ich verbraucht. Die stecken wir natürlich wieder ein. Hup. Hey. Jetzt müssten wir nochmal weiterrollen. Stimmt's? In den mittleren Weg hier entlang? Obwohl, ich sehe da noch eine Truhe. Was? Okay, ich sollte die Kamera lieber hinter mich stellen, damit ich auch wirklich das Richtige treffe hier. Scheiße. So. Okay. Ich versuche mal durch diesen Torbogen zu rollen. Da sehe ich nämlich eine... Also, jetzt nicht mehr, aber eben habe ich eine Truhe gesehen. So. Ein bisschen warten. Ja, ja. Seht ihr? Seht ihr? Habt ihr es gesehen? Ich hab's gesehen. Wow. Wow. Erschreck mich doch nicht so, du Arsch. Flump.
Okay, nicht nur eine Truhe, sondern auch zwei Buddelstellen. Und wir haben eine nutzlose blaue Feder. Naja gut, die ist bestimmt nicht nutzlos. Wahrscheinlich kann ich damit ganz toll aufwerten und muss mich echt darüber freuen. Zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass man das braucht, um Taschen aufzuwerten. Weil es so schön federig ist in meiner Tasche. So. Schwimm. Okay. Also bis jetzt finde ich den Dungeon noch richtig schön. Gefällt mir richtig gut. Weil er nicht übermäßig kompliziert ist, trotzdem viele Geheimnisse hat. Alter, und diese Erze, die man dann plötzlich überall findet. Krass, ich hätte gedacht, dass das extrem wertvoll ist, dieses Zeug. Aber ehrlich gesagt, also ist es bestimmt auch. Aber ehrlich gesagt, ist es häufiger, als ich gedacht hätte. Okay. Wollen wir mal ganz kurz in die Richtung? Nee. Wir gehen genau dahin, wo er ist. Ich will das, was er hat. Und springen hier ab, denn ich glaube, dass das der Hauptweg ist. Ja, Schleims, meinetwegen. Wow, wow, wow. Da war ich aber großkotzig. Meine Fräse, meine Fräse. Das hat mich jetzt aber erschreckt. Na gut, dann buddeln wir erstmal, bevor wir abspeichern. Nix mehr? Nix mehr? Hallo? Mann. Dann speichern wir jetzt erstmal ein. Das muss schon hin und wieder sein. Cool, dieser Speicher, der ist mein. Oh, ich hätte jetzt fast vergessen, auf die Uhr zu achten. Liebe Leute, ich glaube, ich muss jetzt den Part mal beenden. Das ist bestimmt ein ganz guter Zeitpunkt. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit diesem großartigen Dungeon. Und wir müssen dann erstmal gucken, was die Hauptwege uns so bieten. Denn die haben wir noch nicht gemacht. Jetzt erstmal also vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde euch winken, aber ich habe leider was. Ja, genau, zu kurz Armen. Deswegen kann ich nur sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ihr wollt.